Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Guten Tag. Es geht hier um Folgendes. Und zwar sind wir hier auf einer Geburtstagsfeierlichkeit. Und meine Frau ist auch hier, die Hilde. Und die haben hier keinen Kokossaft. Können Sie da was bringen? Was? Was brauchen Sie? Kokos, also Saft mit Kokosgeschmack. Die haben hier nur so komische Getränke. Und meine Frau hätte gern Kokossaft. Nee, sowas haben wir nicht. Warum? Ja, also Kokossaft habe ich noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, sowas gibt haben wir nicht im Lager. Na gut, danke. Tschüss. Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes. Und zwar sind wir hier auf einer Geburtstagsfeierlichkeit und ich würde gerne Kokossaft bei Ihnen bestellen. Ja, haben wir immer noch nicht. Was? Kokossaft. Wieso haben Sie sowas nicht? Gar nicht? Nee, sowas haben wir nicht. Das habe ich Ihnen doch eben schon mal gesagt. Ja, danke. Tschö. Tschüss. Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, hallo, Herr Panzer. Wollen Sie jetzt was anderes als Kokossaft? Nein, es geht sich um Folgendes. Und zwar sind wir hier auf einer Geburtstagsfeierlichkeit, meine Frau und ich, und ich würde gerne Kokossaft bestellen bei Ihnen. Ja, Sie haben doch gerade schon mal angerufen. Herr Panzer, Sie haben doch bei uns schon mal angerufen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass wir leider keinen Kokossaft haben. Das tut mir ja sehr leid. Ich wüsste aber auch keinen anderen, der jetzt Kokossaft hätte. Sowas gibt's doch gar nicht. Ja. Tschö. Tschüss. Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, und Sie wollen Kokossaft. Ja. Ja, Herr Panzer, Sie haben doch jetzt schon dreimal angerufen und ich habe Ihnen dreimal gesagt, es tut mir sehr leid, wir haben keinen Kokossaft. Ich komme. Die Situation kommt mir vor, als hätten wir dich schon mal gehabt. Ja, das kommt mir allerdings auch so vor. Also mal, Herr Panzer, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Haben Sie keinen Kokossaft? Nein, Herr Panzer, immer noch nicht. Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hör mal, jetzt reicht's mir. Ich hab da keine Zeit für. Du hast ja wohl nicht mehr alle. Ich hab dir jetzt 3 oder 4 oder 5 Mal gesagt, dass ich keinen Kokossaft hab. Ja. Sag mal, was soll denn das? Ja, ich bin auf einer Feier hier. Es reicht. Danke, tschüss. Hallo. Panzer, ich begrüße Sie. Getränkemarkt Michels. Panzer, ich begrüße Sie. Mhm. Es geht sich um Folgendes. Sag mal, hast du einen Vollschuss? Sagen Sie, kommt Ihnen die Situation auch bekannt vor? Ja, kommt mir bekannt vor. Die hatte ich, glaube ich, 20 Mal heute Abend. Mein Déjà-vu habe ich gerade. Naja, es geht hier um Folgendes. Ich auch, ja. Hallo? Ja? Es geht hier um Folgendes. Und zwar bin ich hier auf einer Feierlichkeit. Sag mal, was hast du schon getrunken? Und ich würde gerne was bestellen. Ja, Kokossaft. Richtig. Doch lieber Wodka. Wieso? Ja, du bist doch total voll. Und sag mal, reden Sie mit jedem Kunden so? Nur mit denen, die 20 Mal an einem Abend anrufen und immer wieder nach Kokossaft fragen, obwohl ich keinen Kokossaft hab. Warum haben Sie denn keinen? Du dickst ja lieber sauber. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt lass mich bitte in Ruhe schlafen, ja? Tschüss. Getränkemarkt Michels. Panzer. Ja, Herr Panzer? Ja? Ich hab grad ungefähr 200 Liter Kokossaft losgeschickt, ne? Der Fahrer ist unterwegs. Woher wussten Sie denn? Ja, haben Sie mir ja schon gesagt, ne? Dann ist ja alles klar. Schönen Abend noch und viel Spaß bei der Geburtstagsparty. Tschüss.